Ja, wenn die die Doppellonge noch nicht kennen, dann mache ich als allererstes einmal, dass ich die vom Gebiss nach rückwärts, also nach hinten wegziehe. Ich schaue einfach, dass ich wirklich einen gewissen Abstand habe, falls sie austreten sollten, dass sie mich nicht treffen. Genau, und dann nehme ich einfach beide Leinen an und ziehe sie einmal nach hinten. Das ist einfach, damit die, sollte irgendwas passieren und ich muss die mit beiden Leinen annehmen zum Halten, dass die nicht nach oben gehen, steigen oder sich überschlagen. Da passieren ja teilweise ganz schlimme Unfälle. Einfach, dass ich alles, was mögliche passieren könnte, schon mal ja, ausprobiert habe. Ja, und dann fange ich an, dass ich einfach mit beiden Leinen hier klopfe und sie von hinten fahre, einfach im Schritt, dass sie schon mal so ein bisschen auch die Lenkung kennen. Und genau, das machen wir mal. Genau, ich wedel da einfach mit beiden wirklich, um der so ein bisschen den Impuls von hinten zu geben und sie dann antreten zu lassen.